Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Die Bilder- und Informationsflut der letzten Wochen und Monate ist einfach überwältigend. Wir sehen mit schwarzen Planen gedeckte Leichen in Donetsk, tote Kinder in den Straßen Gazas, zerstörte Häuser und Schulen in Aleppo, vermummte Kämpfer, Explosionen, Raketen am Himmel über Israel. The world is a mess. Eine neue Weltunordnung entsteht, so die Ex-Außenministerin der USA, Madeleine Albright. Und das 100 Jahre nach Beginn des Ersten Weltkrieges und 75 Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkriegs. Und Europa kommt uns vor wie eine Insel des Friedens, der Sicherheit, des Wohlstandes. Doch um uns herum toben Kriege, die Konflikte scheinen sich zu vermehren. Hier in Phoenix wollen wir aus ganz unterschiedlicher Perspektive auf Krieg und Frieden schauen, auf die Kriege der Vergangenheit und der Gegenwart. Und solche Perspektiven liefern uns gerade Reporter und Fotografen. Mit ihrer Arbeit befassen wir uns heute Abend. Wir zeigen Ihnen hochspannende Filme und in dieser Runde werden wir über die Arbeit im und mit dem Krieg sprechen. Was passiert mit Journalisten oder Reportern, Fotografen, wenn sie täglich mit dem Leid, mit dem Tod anderer Menschen konfrontiert sind? Was treibt sie zu lebensgefährlichen Einsätzen? Und wie sieht die Arbeit in Krisen- und Kriegsgebieten konkret aus? Ich freue mich auf meine drei Gäste, deren Arbeit ich wirklich hoch respektiere und bewundere. Da ist Marcel Mettelsiefen, er ist Filmemacher und Fotograf. Um über Afghanistan zu berichten, gab er sein Medizinstudium auf. In jüngerer Zeit reiste er 22 Mal nach Syrien. Dort beobachtete er auch die Seite der Rebellen und lebte mit ihnen. Christoph Bangert, herzlich willkommen, arbeitet als Journalist und Fotograf. Seine Bilder wurden in Zeitungen und Magazinen wie Spiegel, Stern, Time und New York Times abgedruckt. Und seine Stationen sind Afghanistan, Tschad, Nigeria, Irak unter anderem. Er sagt, auch wenn die Öffentlichkeit sich nicht mehr für einen Konflikt interessiert, macht er weiter. Auflagenhöhe, Scoops, Quotendruck, nicht so relevant. Journalismus ist ja schließlich keine Anzeigenkampagne. Und ich begrüße die Fotografin und Künstlerin Herlinde Kölbel. Sie hat sich in einem Langzeitprojekt mit militärischer Ausbildung und den kulturellen Unterschieden beim Schießtraining auseinandergesetzt. Sie fragte Soldaten nach Angst, Tod, Verzweiflung, Töten, Verantwortung, Kameradschaft und beschäftigt sich mit der Wirkung des Bildes auf Kopf und Herz des Betrachters. Frau Kölbel, genau in diesem Projekt Targets, also Zielscheiben, sitzen wir hier im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Die Fotografien sind in einem Zeitraum von 3 Jahren, glaube ich, sechs Jahren entstanden. Sie haben knapp 30 Länder dafür bereist und Sie waren auch bei den Peschmerga und Sie waren auch in der Ukraine, aber zu Zeiten, als da noch nicht so gekämpft wurde. Was geht in Ihnen vor, wenn Sie jetzt Nachrichten sehen? Also dadurch, dass ich dort war, also erstmal Ukraine, das war damals alles so friedlich und so selbstverständlich, als ob Ukraine wirklich ein Teil sozusagen nahe, ich sage jetzt mal, an Deutschland wäre. Alles friedlich. Und deshalb ist es mir unvorstellbar, was jetzt los ist. Mein Hotel war also genau oberhalb des Maidanplatzes. Das heißt, jeden Tag habe ich darunter gesehen. Und deshalb sehe ich das alles vor mir. Also es ist... Es geht einem nahe, würde ich sagen. Und auch bei den Peschmergern war ich. Und wenn ich von Erbil höre, Nordirak, Erbil und von den Peschmergern, dann sind das alles Bilder, die zurückkommen, Erinnerungen, die zurückkommen. Und dass die jetzt in einer solchen Art Krieg kämpfen, das war auch damals für die nicht vorstellbar. Also es ist alles ganz anders geworden. Und wobei man natürlich sagen muss, sie lernen alle, zu schießen, das ist die Grundbasis von allen Militärs in allen Ländern. Ich sage ja, alle Kontinente sind hier vertreten, also Australien. Zu schießen, sie werden einerseits trainiert zu überleben und andererseits trainiert zu töten. Frau Kölbel, warum Zielscheiben? Das ist ja etwas sehr Zweidimensionales, denkt man. Und dann irgendwann beim Betrachten dieser Bilder springt etwas über. Aber warum, wie sind Sie auf die Idee gekommen, Zielscheiben zu machen? Ich hatte vor 30 Jahren eine kleine Geschichte über Bundeswehr gemacht. Und da habe ich im Morgengrauen
habe ich so eine Zielscheibe gesehen, wo so die Sonne durchgekommen ist und so durchlöchert war. Und sie hatte etwas Unheimliches, andererseits auch was Schönes, aber Unheimliches. Und sie hatte für mich so das Sinnbild für Aggression oder für Gewalt und Tod. Und das Bild habe ich nie vergessen, immer wieder mal rausgeholt und angeguckt. Und dann hatte ich gedacht, das war Deutschland, ich möchte doch mal sehen, an was werden Soldaten in der ganzen Welt trainiert, wie sieht der Feind aus? Also man sieht ja hier, der Feind hat verschiedene Gesichter oder Abbilder, er hat sich in letzter Zeit auch verändert. Er ist nicht mehr so wie in Amerika, wie sie schießen gelernt haben, auf die grüne Ivan-Figur mit dem roten Stern am Helm, weil die Sowjetunion der Feind war. Das ist natürlich Vergangenheit. Das heißt, man weiß ja nicht, ob das wirklich Vergangenheit ist. Zumindest im Schießtraining ist es Vergangenheit. Und jetzt ist der orientalische Kämpfer sozusagen der neue Feind. Und der zieht sich auch durch viele Länder, nicht nur in Amerika. Wie hat eigentlich diese intensive Begegnung mit Soldaten, die sich doch darauf vorbereiten, andere zu töten, ihr Bild von Armeen und Soldaten verändert? Also wie ich begonnen habe, war die Welt schwarz-weiß, so wie das eben ist mit Militär. Und dann fängt man an, mit Menschen zu reden. Es sind ja nicht nur Soldaten, sie sind ja Menschen. Und man sieht ihre Ängste. Man sieht aber auch manche den Willen zum Töten, zum Überleben natürlich aber auch. Es bekommt eine andere Dimension, wenn man sich einlässt auf die anderen. Das Bild ist hinterher, hat Grautöne und ist nicht mehr nur schwarz-weiß. Also da hat sich schon etwas verändert. Herr Bangert, Sie gehen ja wirklich in die Konflikt- und Krisengebiete rein, dort, wo geschossen wird. Also das ist dann eins mehr, wenn man so will. Würden Sie sich als Kriegsfotografen bezeichnen? Bitte nicht. Also das, warum? Das ist so ein Mythos, der Mythos des Kriegsfotografen. Eigentlich gibt es diesen Beruf gar nicht. Es gibt keine Fotografen auf der ganzen Welt, die nur Kriege fotografieren. Das könnte man auch gar nicht, das wird eigentlich niemand aushalten. Und so mache ich und meine Kollegen auch ganz andere Sachen, die gar nichts mit Krieg zu tun haben. Und das ist auch ganz wichtig. Also ich muss immer gegen diesen Mythos Kriegsfotografen ankämpfen. Die Leute sind manchmal ein bisschen enttäuscht, wenn sie mich sehen und mich einladen als großen Kriegsfotografen. Und dann komme ich und sie meinen, ja, wo ist denn jetzt der Kriegsfotograf? Es ist ein bisschen ein Kampf. Ich bezeichne mich selbst also nie als Kriegsfotograf. Ich bin Fotograf und unter anderem auch in Kriegs- und Krisengebieten unterwegs. Herr Mettelsiefen, Sie gehen aber auch immer wieder in diese Gebiete. Haben Sie etwas gegen diesen Begriff? Ich glaube, da sind wir uns sehr ähnlich und ich bin ganz froh, dass ich nicht der Einzige bin, der dort manchmal vergeblich gegen diesen Begriff, gegen diese Schublade versucht anzugehen. Ich glaube, da muss man auch strategisch auch versuchen zu sagen, nein, ich bin es eben nicht, weil es erstens einen Mythos bedient, den ich so auch nicht für mich irgendwie zutreffend finde, unter anderem, weil ich sehr, sehr viel anderes tue. Was denn zum Beispiel, nur damit ich eine Vorstellung bekomme? Sagen wir es mal, oder andersherum, ich bin seit 14 Jahren, seitdem ich mit Freunden eine Zeitschrift gegründet habe, mit dem Themenschwerpunkt Arabische Welt, Islamischer Kulturkreis, Zenit, habe ich mit der Region zu tun. Und diese Region hat in den letzten 14 Jahren sehr viel Krisen erlebt. Es ist sehr viel passiert. Insofern habe ich diese, aber auch wirklich auch ausschließlich nur diese, außer einer Ausnahme, da war ich in Haiti, war ich in keiner anderen Krisenregion dieser Welt. Insofern habe ich ein Thema bearbeitet, habe Länder bereist, die themenspezifisch zum Beispiel zu meinem Thema einfach wurden und habe aber, und das glaube ich, wenn man sich meine Arbeit anschaut und wenn ich die Arbeit anderer Kollegen anschaue, die dann auch die Bilder, die prämiert werden bei World Press oder sonst was, da sehe ich dann doch einen sehr großen Unterschied. Ich bin sehr selten lange an der Front, um starke Bilder, die zum Beispiel jetzt in Syrien, ich war lange in Syrien jetzt, die prämiert wurden, das sind die, wo man auch wirklich sehr, sehr viel Zeit investieren muss an der Front, um solche bildgewaltigen Momente einfangen zu können. Das habe ich selten gemacht. Warum investiert man eine solche Zeit eigentlich? Warum gehen Sie freiwillig dahin, auf Sie, Frau Kölbe, warum gehen Sie dahin, wo es
zumindest unbequem, wenn nicht gefährlich, wenn nicht lebensgefährlich ist? Also ich würde mich ganz deutlich unterscheiden von Krieg. Ich war zum ersten Mal in der Intifada, damals in Israel, wie die erste Intifada gestartet hat. Da war ich in dem Land, weil ich an meinem Projekt jüdische Porträts gearbeitet hatte und Emigranten porträtiert habe. Da hat der Stern angerufen und hat gesagt, würden Sie nicht fotografieren? Und dann habe ich das auch gemacht. Und es war also die erste Zeit und da war also gerade auch, wir haben eine Familie im Camp besucht und die sind dann zum Grab gegangen, weil der Mann gerade erst vor ein paar Tagen erschossen wurde und da lag er begraben. Und da war der Junge dabei, das kleine Kind, und es hat bitterlich geweint am Grab des Vaters. Ich habe das fotografiert, aber ich hatte mich hinterher, hatte ich das Gefühl, ich habe also Wackersteine im Magen, sozusagen im Bauch. Es war sowas von beklemmend für mich und so unangenehm, auch dieses Leid zu fotografieren, dass ich, und ich in dem Hotel waren also mehrere Kriegsfotografen, die, also die kamen gerade vom anderen Krieg und die haben wieder überlegt, wie man dahin geht und dort die besten Bilder macht und so weiter. Und ich habe gemerkt, entweder müsste ich mich abhärten oder ich muss aufhören. Und ich habe nie mehr sowas fotografiert. Ich habe es nicht mehr gemacht, weil ich wusste, das ist nichts für mich. Herr Bagert, sind Sie so abgehärtet? Warum gehen Sie freiwillig dahin? Ich habe immer noch, wie nennen Sie das, Steine im Bauch oder so. Also das ist immer so. Das ist, man muss sich, denke ich, dann auch überwinden. Das ist nicht einfach. Ja, man muss sich tatsächlich überwinden. Das ist keine einfache Arbeit. Das kommt nicht automatisch. Eigentlich, also die natürliche Reaktion wäre, wegzugehen und sagen, das geht mir nichts an, das ist zu viel. Aber eigentlich habe ich dann meinen Job nicht gemacht. Also dann habe ich meine Arbeit, meinen Auftrag nicht erfüllt, wenn ich nicht fotografiere. Weil der Grund, warum ich in diese Länder fahre, ist ja nicht meine persönliche Unterhaltung, sondern weil ich einen journalistischen Auftrag habe. Und den muss ich versuchen zu erfüllen, so gut ich kann und so allumfassend, wie ich kann. Und wenn ich nicht fotografieren kann, dann darf ich eigentlich da nicht hinfahren. Was war Ihr schlimmster Augenblick? Da gibt es viele, logischerweise gibt es viele Momente, die schwierig waren. Ich war jetzt in den letzten 3 Jahren sehr viel in Syrien und das ist das, was am nächsten von der Erinnerung an mich, womit ich noch arbeite, was mich begleitet, weil ich noch mit den Leuten zu tun habe, die ich in den letzten 3 Jahren begleitet habe, immer noch mit denen in Kontakt bin. Da gibt es natürlich unzählige Momente, wo es schwierig war, ich habe selten so viele Menschen, denen ich nahe stand, Kollegen, aber vor allem auch Aktivisten, die ich kennengelernt habe, sehr, sehr viele von denen sind tot. Syrien war für mich, glaube ich, das Schwierigste, was ich je gemacht habe, aber ich glaube, es gab viele schwierige Momente, aber umso mehr auch unglaublich tiefe und große Momente. Und Momente, wo ich gemerkt habe, das, was wir machen, ich fühle mich privilegiert. Ich habe als politisch interessierter Mensch das Privileg, hinzugehen, sich Menschen in einer so kompliziert werdenden Welt, wo man Nachrichten nicht mehr trauen kann, wenn man nicht da ist und Augenzeuge ist, da zu sein und Augenzeuge zu sein und Menschen zu sehen, die meistens jünger sind als ich, die sich verändern, zu merken, was bedeutet eigentlich Dschihadist zu sein. Jemand, der vor 3 Jahren noch in die Uni ging, nicht religiös war, wie funktioniert so ein Prozess? Und das sind Momente, ich habe neulich mit einem Freund von mir, der Theologie studiert, über Syrien gesprochen und wir haben auf dieser Ebene fast als wäre Syrien eine Plattform gewesen, ein Theater, wo die Urcharaktere und Instinkte vor meinen Augen lebhaft wurden. Was bedeutet Vergebung? Was bedeutet Schuld? All das konnte ich in einem unglaublich religiös werdenden Land miterleben. Und das waren, würde ich sagen, nach solchen Momenten wird man sehr, sehr selten gefragt. Also man wird immer nachgefragt, was war dein schlimmster Moment? Und ich glaube, man vergisst dabei zu fragen und auch
die Größe oder das Privileg, wie gesagt, was man hat, wenn man solchen Beruf ausübt. Aber ich denke, alle Soldaten, wenn sie wirklich im Krieg sind, verändern sich. Das habe ich immer wieder festgestellt. Der Krieg verändert die Soldaten. Sie sind nicht mehr dieselben, wenn sie zurückkommen. Und es ist auch was anderes, wenn sie einmal getötet haben. Also ich habe auch bewusst solche Gespräche geführt. Wie ist es, wenn sie ihren ersten sozusagen erschossen haben? Also how was it to kill the first one? Und für manche war das überhaupt so etwas ganz Normales. Und andere haben also doch sozusagen, also zum Beispiel einer hat erzählt, sie haben ein Haus besetzen müssen und dann haben, der Vater hat aus dem Fenster geschossen, den haben sie erschossen, dann sind sie um die Ecke, da kam das kleine Kind mit dem Gewehr auf sie zu und dann haben sie es erschossen. Und dann haben sie hinterher festgestellt, das Gewehr war nicht geladen. Und er sagte, solche Momente begleiten einen immer. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass sie mir erzählt haben, dann, wann so etwas passiert ist, dass das nachhalt in ihrem Leben, dass man das nicht vergisst. Das heißt also auch, es bleiben Spuren. Und manchmal denke ich mir auch, das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, was tragen diese Soldaten auch wieder zurück in die Gesellschaft, in die Familien? Also was kommt wieder an?